Hey Leute, willkommen zu dem schon vierten Part von zwar Pokémon Ultra Sun Monolog. Und wie man direkt schon im Layout erkennen kann, habe ich mich doch dazu entschieden, das Panzer-Eron eben ins Team zu nehmen. Wie immer habe ich es eben auf Level 1 gecheatet und dann auf Level 6 gelevelt, auf das Level, auf dem unser Magnetilo, das ich dafür getauscht habe, eben auch war. Und ja, ich dachte mir damals so, ich habe schon vier Pokémon im Team, wieso sollte ich jetzt Panzer-Eron reinnehmen? Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn man sich so Panzer-Erons Werte anschaut, vor allem die Verteidigungswerte, dann fällt einem doch recht schnell auf, dass das Pokémon echt ziemlich gut sein kann, halt als ja, defensiver Tank, der halt probiert eben Sachen auszuhalten, wenn mal wirklich kein anderes Pokémon diese Attacke überleben könnte oder so. Jetzt nicht unbedingt eine Feuer-Move, ne, dafür habe ich dann Plinfa, was hier jetzt gerade draußen ist, und auch nicht unbedingt Elektro, dafür habe ich dann Shaman, aber Panzer-Eron passt halt einfach zu unserem Team, ne? Also muss man halt schon sagen, deshalb ist er jetzt auch mit dabei. Wir kriegen dann aber schon bald ein neues Team-Member. Denn ich muss jetzt einfach nur noch hier diese Route clearen und dann sind wir schon wieder in einem neuen Gebiet. Es gibt zum einen den Friedhof, das weiß ich noch, von der Pokémon Sun Monolog. Da habe ich den ja aus Zufall entdeckt, ne? Aber jetzt weiß ich diesmal, weiß ich Bescheid. Zuerst müssen wir hier aber noch ein paar Fights machen. Und unser Plinfa wird auch dann sich schon bald entwickeln, ja? Ich habe jetzt vor, dass halt Plinfa auf Level 16 zu bringen, sodass es sich entwickelt. Dann möchte ich als nächstes Shaman auf Level 16 bringen. Dann Sneebel und dann Panzer-Eron, also dass unser Team so ein bisschen ausgeglichen ist. Pichu bleibt dann eher so hinten, weil, ja, das juckt mich halt wirklich nicht so. Und ich denke, die vier Pokémon werden auch fürs erste Mal reichen, wenn ich die so richtig krass trainiere. Wie man auch gerade kurz in der Attackenauswahl gesehen hat, ich habe dem Plinfa Kraftschub beigebracht, weil, naja, vor allem für später ist es halt richtig gut, wenn man so einen Boost-Move hat, mit dem man seine Kraftschub macht, der sogar Angriff und Spezialangriff plus 1, also das ist halt echt, das ist halt echt nützlich, vor allem wenn es wirklich ein Empoleon dann wird, wenn ich es soweit schaffe, dann ist das krass, da Empoleon einen guten defensiven Typen hat und sich dann eben in Ruhe boosten könnte. Also auf jeden Fall hier schon mit den Shreds am Start und wie man auch im Hintergrund hier sehen kann, ist dieses Kissen endlich bezogen, ja? Ich weiß, Engeschmied, okay, ich weiß nicht, ob wirklich irgendjemand damit gerechnet hat, außer die auf Twitter sind und so und da dann natürlich schon Bescheid wissen. Aber eben, das ist ein sogenanntes Buddy Pillow. Da ist jetzt meine Waifu, die gute Sena Kashiwazaki aus dem Anime Haganai drauf. Ist halt so ein Kissenbezug eben, den ich mir bestellt habe und der jetzt auch endlich angekommen ist. So, hier gehen wir mal durch, da ist sicherlich ein Item. Und ja, die wird jetzt immer im Hintergrund zu sehen sein, wenn ich zum Beispiel streame oder halt eben Videos mit Facecam, so wie dieses hier jetzt aufnehme. Dann wird sie immer noch rund sein und uns schön supporten, würde ich mal sagen. Also ich glaube auch, jetzt kann nichts mehr passieren, wo wir sie da haben. Ich glaube, kein einziges Pokémon mehr wird uns irgendwie wegsterben. Aber gut, so viel mal dazu, ne? Gehen wir hier auf jeden Fall durch und finden kurz, ja, was gibt's denn da drin? Heilball, okay. Nicht schlecht. So, und jetzt guck mal. Das war nämlich richtig schlau geplayt, ne? Zum einen wusste ich, dass da ein Item ist und zum anderen habe ich das hier schon an der Karte erkannt, dass es hier zum Friedhof reingeht. Deshalb würde ich einfach mal sagen, holen wir uns unser neues Pokémon. Was hier jetzt erstmal ein Nebulak sein wird. Also gehe ich mal stark davon aus. Ja, war klar, war klar. Passt auch einfach zum Friedhof. Und dann hoffe ich, dass ich das schnell gefangen kriege. Sodass wir eben gleich Wunder tauschen können. Denn ich bin echt gespannt, welches neue Member uns denn jetzt erwartet. So, ich gehe erstmal auf den Blubber, um es zu schwächen. Und dann gehe ich natürlich instant für Gerner. Ihr wisst Bescheid, Plinfa ist auch einfach mega das gute Pokémon, nicht nur weil es ja geile Werte hat später, weil es ein Starter ist, sondern eben auch weil es halt Gähner als Zugtest hatte. Oh shit! Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, wir haben es umgebracht. Alter, Nebulak hält ja nichts aus. Okay. Schön, dass es aber nicht für eine Hypnose geht. Mit der hätte ich nämlich jetzt eher gerechnet. Kann ich schön für Gähner selber gehen. Und dann, ja, sollten wir es jetzt eigentlich gleich gefangen kriegen. Ne? Ich denke mal, ich kann jetzt schon hier auf den Superberg gehen, falls es jetzt noch nicht gefangen wird, dann definitiv in der nächsten Runde, weil es schläft. Aber komm, first try, let's go. 1, 2, 3. So, Nebulak, Level 8 schon, okay. Was wird's diesmal werden? Da muss ich mir auch noch, muss ich eigentlich auch noch sagen, wenn ich sowas mal bekommen sollte. Ich warte jetzt noch kurz ab, bis ich hier was bekomme. Oh, okay. Ja, Trash. Das ist ziemlich Trash. Ein Pokémon, das ich sehr wenig mag. Es gibt wenig Pokémon, die ich wirklich, die mir nicht so gefallen, aber das ist halt einfach nur, ja, nicht so wirklich, ne? Aber gut, jetzt zurück dazu, was ich eigentlich sagen wollte.
Denn wenn ich zum Beispiel mal so ein Gengar, Nebulak oder ein was gibt's noch, Macholo bekommen sollte, die entwickeln sich ja am Ende alle dadurch, dass man sie tauscht, dann müsst ihr euch da auf jeden Fall keine Sorgen machen. Ich habe einen zweiten 3DS und ich habe auch Pokémon Ultra Moon eben. Dann kann ich einfach von Ultra Sun auf Ultra Moon tauschen und ja, kann somit dann mein Gengar zum Beispiel, also mein Alpollo zum Gengar entwickeln. Ja? Also das stellt auch kein Problem. Da ist halt echt schön, wenn man eben einen kleinen Bruder hat, der auch einen 3DS hat. So, Ledipa Level 2, alles klar. Es ist jetzt gerade in unserem Team, aber um ehrlich zu sein, sobald ich wieder bei einem PC bin, werde ich das definitiv ablegen, weil das ist sehr, sehr uninteressant. Und ja, durch das Nebulak, was wir gefangen haben, ist auch mein Plinfa auf Level 15 gekommen. Also das ist doch auch schon mal was, denn wir brauchen jetzt noch ein Level und dann habe ich hier einfach schon meine erste Entwicklung. Und ja, das heilen wir jetzt erstmal voll, denn hier gibt es glaube ich auch noch ein paar Leute, die kämpfen wollen. Muss sie gerade nur suchen. Das Mädchen schaut so, genau, hier. Oder ist das Mädchen? Sieht nämlich so aus, aber die Kleinen, die kann man irgendwie nicht so unterscheiden. Aber ja, okay. Was hast du denn für uns? Oh shit, das ist sehr, sehr nice. Wer so mit Pokémon Competitive in den Anfangsphasen sich noch vertraut fühlt, der weiß, dass Swonera, Chanera und Hytera, also die komplette Entwicklungsreihe, mega gut XP gibt. Die geben richtig viel XP. Und zwar wirklich alle drei. Und das ist sehr schön, weil, ja, Plinfa kann jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es komplett für ein Level reicht, aber wenn man zum einen bedenkt, dass es Pokémon viel XP gibt und zum anderen eben bedenkt, dass das Plinfa noch spezielle Erfahrungen bekommt, dann könnte das sehr wohl für ein Level ausreichen. Und das wäre halt einfach krank gut. Und ja, es macht Plubber nach, ne? Bringt ja halt leider wirklich überhaupt nichts. Hat effektiv 2 Damage gemacht. Ja, sehr nice auf jeden Fall. So, jetzt mal gucken, wie viel XP kriegst du? 1000? Ah, was? Was? Will der mich verarschen? Das waren 165, ist ja überhaupt nichts. Wieso habe ich aber mit 1000 gerechnet? Eissturm. Nee, ich vergesse wirklich jedes Mal. Die Pokémon, die müssen nichts erlernen. Die brauchen hier keine Moves. Die haben schon das Niceste. Wow, Lidupa reicht Level 3. Wow. Cool. Cool. Es ist halt wirklich... Oh Gott, wie viel Level willst du noch bekommen? Alter, übertreib halt. Aber nee, okay, da hab ich doch ein bisschen überschätzt, ne? Also eigentlich geben die echt viel XP. Oh, hier ist ein... Da ist ein Item versteckt gewesen. Alles klar, da hinten sehe ich auch noch eine TM. Weiß gar nicht, ob ich da überhaupt hinkomme. Da will ja noch jemand fighten, ne? Kämpfer gegen den. Na dann, schade. Ich habe echt gedacht, dass das viel XP gibt. Aber irgendwie viel zu wenig. Also ich glaube, ich habe schon von anderen Pokémon irgendwie 200 XP oder so bekommen. Das war ja gar nichts. Was war da los, ey? Pepek, okay. Kommt halt auch immer aufs Level an, denke ich. Also kommt wirklich stark aufs Level an von den Pokémon. Die hier sind alle ziemlich schwach. Also, ich meine, eben, wir sind schon Level 15. Das ist halt irgendwie krass. Wieso sind die nur Level 9? Die könnten schon über Level 10 sein. Zertrümmerer. What? Kann es zertrümmern? Kann es wirklich Zertrümmer erlernen? Okay, das muss ich mir merken. Das könnte nämlich später mal... wenn ich irgendwie normal Pokémon oder so im Team habe, daran würde ich nicht denken, dass es da drüber könnte. Okay, das gibt aber auch nur 100, also das sind jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Also sind weniger halt. Klar, weil es nicht Vonera ist, aber trotzdem. Da habe ich die XP echt überschätzt. So, da hinten sehe ich noch die TM. Gehen wir mal hier durchs Gras durch. Nebulak oder nichts ist die Frage. Von Nebulak ist es nämlich schwer zu fliehen, weil das Ding scheiße schnell ist. Und wenn es eben um Fliehen von einem Kampf geht, von einem wilden Pokémon, dann muss man immer beachten, dass eben, sobald man das schnellere Pokémon ist, hat man keine Probleme. Wenn man aber das langsame Pokémon ist, dann kann es sein, dass man manchmal nicht hinkommt. Hallo? Die ignoriert mich einfach. Die ist gerade wirklich eiskalt an mir so vorbeigelaufen. Also normalerweise können die einen doch von, keine Ahnung, 60 Metern schon, aus 60 Metern Entfernung schon irgendwie sehen und gegen einen betteln. Pikachu sagt jetzt auch immer seinen Namen. Ja, stimmt. Haben sie ja geändert. Aber hier möchte ich jetzt mit Plinfa eher nicht drin bleiben, denn Pikachu wird safe schon Donnerschock können. Immerhin kann das unser Pichu auch. Dafür habe ich dann eben Shaman. Wir haben momentan echt eine sehr gute Synergy in unserem Team. Also muss man sagen. Panzer Eron eben als krasse defensive Wall. Shaman und Plinfa dann als zwei Pokémon, falls Panzer Eron eben was nicht aushalten soll. Ist echt wunderbar. Okay, und diesmal gehe ich instant für Zauberblatt. Das Pikachu soll einfach nur sterben. Oh ja, so möchte ich das doch sehen, ey. Holy shit.
einfach gewonshottet. Und yes, damit haben wir sehr wahrscheinlich unsere erste Entwicklung. Und ja, Lidupa, ich hab's verstanden. Wirklich, du kommst raus, ja, weil das ist scheiße nervig. Ja, nice. Wunderbar, ey. Endlich. Jetzt habe ich schon einen Fliebrin. Ich glaube, es möchte dann auch instant nach der Entwicklung Metallklaue lernen, so. Und jetzt kommt eben die Sache, der einzige Nachteil jetzt daran, wie ich momentan das Ganze hier aufnehme, ist, dass ich nicht irgendwie krass editieren kann, dass man da jetzt so irgendwie eine krasse Animation oder sowas sieht. Sondern ich muss das ganz simpel so machen, dass ich hier jetzt sage, okay, ich möchte Metallklaue beibringen, denn das ist ein guter Move. Gegen Schnabel, ja. Global Metallklaue wird erstmal reichen. Und da muss ich hier jetzt so währenddessen mir das Gift vom Klippen runterladen. Hier. Und es dann einfügen. Ja, es ist ziemlich lame, aber anders würde die Aufnahme nicht so richtig funktionieren. Deshalb eben muss das halt so funktionieren. Gibt's halt kurz hier eben einen Schnitt von einem Moment auf den anderen. So, ist das nicht schön? Wir haben unsere erste Entwicklung, Blubber Metallklaue, ja. Die Werte, ja, sind jetzt nicht ganz so nice. Spezialangriff und Angriff sind halt even. Und soweit ich weiß, sollte das nicht so sein. Aber gut, trotzdem immerhin etwas. Und hier holen wir uns noch schnell die TM. Was gibt's denn da? Vertrauenssache, okay, das ist sehr, sehr unnützlich. Also ich glaube, dass wir die echt nicht brauchen. Und direkt im ersten Gras kriegen wir einen Pokémon. Wie nervig ist das denn, ey? So, wie aber schon bereits angekündigt, ist Glibrin jetzt erstmal auf dem Level, auf dem es auch sein soll. Ich sortiere mir jetzt auch gerade mal hier das Team. Als nächstes würde dann, ich will nicht das Item vergeben, so. Genau, als nächstes dann Sneeble, dann Panzer Aeron und dann Pichu, genau. Und die Düper ist jetzt gerade noch drin. Ich meine, mit dem Petala kann ich ihm ja die Level geben, da sollte ja eigentlich kein Problem sein, aber sobald ich eben einen PC sehe, sobald ich im Pokémon Center bin oder so, wird es halt wieder geboxt, denn das braucht halt wirklich niemand. So, und dann geht's auch mal hier weiter. Ich glaube nämlich, man muss zu diesem Boy hier hin. Der zeigt einem jetzt den krassen Strand. Und to be honest, ich weiß nicht, ob ich das jetzt enjoyen werde. Aber ob mir das wirklich Fun macht. Denn es ist, ich weiß nicht, ob es direkt dieses Tutorial kommt mit dem Mantine Surfen. Der Boy möchte fighten, oder? Ja. Der möchte noch fighten. Dann fordern wir den noch kurz heraus. Mal gucken, vielleicht reicht es ja auch schon für Shaman, um ein Level zu bekommen. Aber ja, ich glaube, da muss ich jetzt gleich auf diesem Mantag surfen und so ein paar Sachen ausprobieren. Und wenn das wirklich so ist, dann werde ich es rausschneiden, denn das ist wirklich einfach uninteressant. Also an alle, die das gucken und casual sind und sowas halt irgendwie cool finden, tut mir echt leid, aber ich finde sowas richtig uncool. Also ich finde das einfach nur lame. So, und hier kann ich eigentlich drin bleiben, denn Botegel hat nur geschenkt, ne? Das sollte eigentlich keine Eisattacke besitzen. Also ist alles gut, denn Geschenk macht halt so gut wie überhaupt kein Damage, wie man sehen kann. Ist nur die Frage, ob Zauberblatt überhaupt irgendeinen Damage machen wird. Muss ich austesten. Schneller sind wir. What? Es hat One-Hitted. Shaman übertreib halt. Wie stark ist Shaman denn bitte, Alter? Hä? Botugel ist doch Typ Flug Eis oder so. Das sollte vierfach nicht sehr effektiv sein. Warte. Ich muss mir jetzt gerade nochmal die Werte von Shaman anschauen. Das ist ja nicht mehr normal. 49 Spezialangriff. Okay, das ist OP. Im Vergleich zu den anderen Pokémon auf dem Level ist das schon echt krass. Okay, verständlich. Ja. Dann ist es verständlich, dass das Botugel einfach gerade absolut rasiert wurde. Ja, von Zauberblatt, ne, passt sogar. Wäre es Rasierblatt gewesen, dann hätte der Spruch noch mehr gepasst. Und ja, hier, dieses neue Gebiet gibt's in Pokémon Moon und Pokémon Sun gibt's es nicht. Es wird hier eben neu hinzugefügt. Die Sache ist, ich kann hier aber erst einen Pokémon bekommen, sobald ich surfen kann, weil, ja, man kann hier nicht angeln und eben Surfer dauert auch noch ein bisschen. Die Frage ist nur, muss ich jetzt wirklich hier Tutorial-Stuff oder sowas machen? Denn das, ja, es interessiert mich leider echt nicht. Oder sagt die mir, dass man erstmal noch nicht... Komm, später wieder, hat sie, glaube ich, gesagt, oder? Ja. Oder ich probiere gerade nochmal das Mantags anzusprechen, falls es nichts tut. Ja, dann sind wir frei. Ah, es fühlt sich so gut an. Ich muss das hier. Ich muss diesen Scheiß nicht machen. Erst nachher. Ah, genau. Das passiert hier. Da kommen jetzt gleich diese krassen Boys, die da das Mantax, glaube ich, irgendwie belästigen oder so. Oder belästigen die Frau da. Ich weiß es nicht. Aber die muss man jetzt erstmal schön zerfetzen. Und da würde ich mal sagen, das machen wir nämlich auch gleich. Denn dann wird unser Shaman Level 16.
Und wir sind schon mal einen Schritt näher, dem das Team eben ausgeglichen zu trainieren. Yeah, wir sind cool. Oh yeah. Guck, sehen Sie da so zu den Mantaks hin und machen solche Posen. Das ist, die sind so lustig. Ich weiß nicht, aber Team Skull sind einfach richtige Ehrenmänner. Ich meine, diese Posen, die da machen, die sind halt einfach vollkommen übertrieben. Und vor allem, dass sie das so einem, eben zu einem Mantaks so machen, das checkt, das wird's halt nicht checken, was die da so meinen, was die machen. Also, tut mir echt leid, Team Skull, aber so funktioniert es nicht mit den Pokémon. Die können zwar unsere Sprache verstehen, ja, aber ich glaube nicht, dass die irgendwelche random Posen verstehen können. So, und ja, wie immer haben die auch ein Traumato parat, ne? Traumato, wunderbares Pokémon, habe ich mich ja erst in der letzten Folge drüber beschwert, dass dieses Pokémon echt überhaupt nicht mag. Ah ja, ich habe jetzt gerade, habe ich mein Team voll, ne? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The fuck? Ich habe 7 Pokébälle im Layout? Wieso sagt mir das keiner? Ich kann nicht zählen. Ich kann offiziell nicht zählen. Ich habe hier gerade gesehen, dass ich hier 6 Pokémon im Team habe, aber das passt da ja alles gerade gar nicht. Yo, what? Bin ich wirklich so dumm? Dein Ernst? Ich habe den fucking Pokéball vergessen. Nicht vergessen, sondern ich habe einen Pokéball zu viel eingemacht. Okay, das ist RIP. Das ist RIP. Dann würde ich mal sagen, bessern wir das auch gleich mal aus, ey. Wieso sagt mir das niemand? Jo, damit ist es offiziell bewiesen, ne? Ich kann nicht zählen. What the fuck? So ist doch schon viel besser, ey. 2, 2 und 2. Wieso hatte ich da 7? Also, wäre mir neu, wenn Pokémon eine Änderung ausgebracht hat, dass man wirklich 7 Pokémon im Team haben kann. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die werden sich halt wirklich nie ändern. Krass, ey. Ja, da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich dann die Pokébälle auch noch ein bisschen, die Ultrabälle, sorry, auch noch ein bisschen größer oder so im Layout, da ich ja jetzt ein bisschen mehr Platz habe, ne? Kann sein, dass sich da unten dann noch ein bisschen was ändert, aber ja, gut, ne? Sowas kann halt auch mal passieren, dass man dann in der 4. Folge erst merkt, dass mit dem Layout ja irgendwas nicht stimmen kann. Jo, ist das jetzt der Typ? Jo, das wär krank, wenn das jetzt der Typ wäre, der uns da gezeigt hat, wie es zum Strand geht, ne? Wenn man jetzt gegen den plötzlich fighten muss, weil der sieht exakt gleich aus. Kramux, okay. Das ist mit Shaman hat leider auch nicht ganz so nice. Denn ich weiß zu 100%, dass Kramux auf dem Level schon Schnabel kann. Und ich möchte hier echt nichts riskieren. Alter, wir sind ja schon Level 16. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist wahrscheinlich passiert, als ich eben gerade das Layout geändert habe. Kramux, da nutze ich doch dann gleich mal Sneebel. Ja, dann können wir auch gleich Shaman mit Sneebel hier austauschen. What? Als ob der Verfolgung einsetzt. Ja, genau. Und es macht halt überhaupt keinen Damage. Ist immer noch traurig, aber traurig, aber wahr, ne? So, Sneebel, mein Freund, du kannst jetzt erstmal... Nee, Ice Heap möchte ich lieber einsetzen, denn ich glaube, Ice Heap hat 100% Trefferquote. Hab keinen Bock, dass hier unsere Attacke erstmal nicht trifft. Ja, nice, One-Shot, so muss das doch. So muss das. Und direkt Level 15, schön, ey. Es geht halt wirklich auch voll schnell, dann sind wir schon Level 16. Und ich weiß halt jetzt auch, woran das liegt. Und zwar liegt es nicht daran, dass das normal ist, sondern weil wir hier eben eine Wonderlock machen und somit jedes Pokémon spezielle Erfahrung bekommt, weil es halt nicht von uns ist, ja. Also daran liegt es halt. Aus dem Grund, ich sortiere halt jedes Mal mein Team, ne. Aus dem Grund geht es halt auch wirklich sehr, sehr schnell, dass wir hier Level 16 und halt drüber sogar erreichen. Wo geht's denn hier hin? Bärenfelder. Und das hier ist... Ja, Route 2, genau, da haben wir ja schon einen Encounter. Okay, dann gucke ich mal, ob man bei den Bärenfeldern theoretisch Pokémon bekommen kann. Ist hier irgendwo Gras? Ich kann es ja auch manchmal an der Karte unten erkennen, aber... Nee. Sieht jetzt nicht danach aus. Ich kann da nicht drüber laufen, als wäre das wie so eine durch so eine unsichtbare Wand. Da kann ich mir aber noch die Bären snacken, ne? Ja, die snacken wir uns noch schnell, die Bären. Die gönnt man sich, ne? Nice, noch eine Sinnebeere. Oh ja, gönn dir. Was liegt da noch? Und noch eine Sinnebeere. Yes, die können wir dann auch gleich wieder verteilen. Sind, wie gesagt, immer sehr nützlich. Aber gut, dann gehen wir direkt mal auf der Route hier weiter. Ich denke mal nicht, dass auf den Bärenfeldern noch was Krasses ist. Ah, okay. Jetzt trifft man diese Boys da wieder. Und ich glaube, diesmal erfährt man auch endlich, wie die heißen, oder? Die haben auf jeden Fall mal einen coolen Soundtrack. So, wie so richtige, als wären die wirklich Roboter. Okay, das ist Gras, aber da möchte ich auch nicht rein. Ja, so muss das, ey. Einfach schön das Gras umgehen. Wüsste jetzt auch nicht, was es da so besonders sonst zu finden gibt. Und auf Encounter mit wilden Pokémon habe ich keine Lust. Wir sind schon auf einem guten Level.
Die Trainer geben uns genügend XP. Okay, Flabébé, da ist die Frage, ob Sneebel das One-Hinten wird oder ob Sneebel eine Feenattacke kassieren wird, die dann sehr tief ist. Aber, wisst ihr was? Ich habe Vertrauen in Sneebel. Wir gehen für Eiszapfhagel. Stärke 85. Wird's ein fucking One-Hit? Komm. Let's go. Yes, ey. Schön, ey. Ja, wir haben halt echt gute Pokémon. Es ist immer wieder schön zu sehen. Ist echt immer wieder schön. Ja, Lidupa, du gehörst zwar nicht dazu, aber trotzdem sind sonst alle Pokémon, die wir so haben, eigentlich ziemlich nice. Pichu ist auch nicht so ganz so nice, aber immerhin besser als unser Lidupa. Und jetzt gehen wir gleich mal hier zur roten Flagge. Ich habe die schon auf der Karte. So, Tali. Die Frage ist, möchtest du gegen uns fighten oder möchtest du uns da einfach irgendwas zeigen? Lass uns ins Pokémon Center gehen, ja. Okay, dann möchte immerhin nicht fighten, das ist schön. Denn da hätte ich jetzt auch nicht so Lust drauf. Es ist halt nur so, der zeigt einem, was gibt der uns Beleber? Das brauche ich echt nicht, das kann ich wieder instant verkaufen. Zeigt er uns aber jetzt hier noch irgendeinen Scheiß oder so? Nee, ich möchte es wirklich nicht ausprobieren, tut mir leid. Nee, das interessiert mich halt wirklich nicht. Ich weiß, dass man da so Power bekommen kann, dass man irgendwie weniger Pokémon encountert oder dass man irgendwie, ich weiß nicht, was es da noch so für alle fürs Power es gibt, aber das ist auch einfach nur unnötig. Das juckt mich halt echt nicht. Gut, dann verkaufe ich nur schnell die drei Beleber, ne? Wenn ich schon mal dabei bin, die anderen drei Beleber habe ich schon verkauft. Die geben halt jeweils nochmal 3000. Man sieht, ich bin immer noch rich, ey. Ich habe 34.000 Pokédollar. Ich weiß echt nicht, wieso ich so viel habe, aber das kann man sich schon mal gönnen, ne? Was willst du? Rotom lässt dich nicht auswählen, das sollst du dir nicht hingehen lassen. Ich würde es mir aber echt lieber entgehen lassen, also ganz ehrlich. Ja, komm, weg mit der Scheiße, was ist jetzt? Was gibst du mir? Du hast eine fantastische Kraft gewonnen, ja? Statuswerte wurden. Werden die Statuswerte der aktiven Pokémon im Kampf erhöht? Ja gut, es ist vielleicht für Totemfights, ist das ganz cool. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe mir ja extra jetzt schon diese X-Items gekauft. X-Angriff, X-Verteidigung, X-Spezialangriff, X-Spezialverteidigung. Denn die sind... Sind die auch nochmal Bären? Ja. Denn die sind halt für so Totem-Fights, sind die richtig gut. Da man am Anfang die Verteidigung oder zum Beispiel den Angriff erhöhen kann. Und dann kann man sich halt schon sicher sein, okay, das kann man definitiv mehr schaffen als halt davor, weil man eben plus 1 in dem Wert hat. Ah, ich muss hier rein. Ah, okay. Das ist die erste Trial, oder? Ja, nice, oder? Ist es echt die erste Trial? Hä? Nein, ich wollte nicht B drücken, ich wollte A drücken. Nein, jetzt muss ich mir den Text nochmal durchlesen. Beziehungsweise halt nochmal wegdrücken. Scheiße. Aber ja, dann startet hiermit offiziell unsere allererste Trial. Das heißt, ey, ich habe das überhaupt nicht so in Erinnerung. Wir kriegen hier also unseren ersten Z-Kristall, und zwar diesen Normalkristall. Und dann den Kampf. Kristall. Ich dachte echt, gegen Haller kriegt man den allerersten. Aber ja, dann war es doch so. Da müssen wir jetzt so richtig coolen Stuff machen, und zwar einfach solche Pokémon dort verfolgen, ja. Das ist auch sehr, sehr krass für eine Trial, muss man schon sagen. Also, ich find's cool, dass sie mal was anderes probiert haben, außer eben Pokémon-Arenen so. Nach 20 Jahren ist auch so frischer Wind und neue Sachen schon nicht schlecht, aber ich muss halt sagen, es ist halt immer noch, ja, es ist halt immer noch nicht wirklich krass, nur halt der Fight am Ende immer ist ziemlich geil. Also muss man schon sagen, so der Weg dahin ist nicht so nice. Man muss meistens irgendwie so drei Pokémon bekämpfen, bis man dann dem Totem-Pokémon begegnet. Aber wenn man dann beim Totem-Pokémon ist, dann ist es krass, weil die haben extra so eine Fähigkeit. Oder halt so in so einem, ja, ich möchte hier hineinsehen. Eben, da ist schon mal das erste Pokémon. Die haben so eine Fähigkeit, dass sie, wenn der Kampf beginnt, dann kriegen sie erstmal einen Boost in irgendwelchen bestimmten Werten. Für manche ist es so, dass die einfach in allen Werten plus 1 Boost kriegen, also wirklich plus 1 Angriff. Und wie gesagt, die echt nicht so viel Competitive-Ahnung haben, plus 1, wenn man sich plus 1 boostet, zum Beispiel im Angriff, ja, Angriff plus 1, dann wird der 50% erhöht, also um die Hälfte eben mehr. Wenn ich jetzt also 100 habe, dann kriege ich 50 plus, ne? Jeder sollte ja eigentlich Mathe können, und das ist halt schon ein großer Unterschied, wenn man 100 Angriff hat oder 150 Angriffspunkte, weil dann macht man halt viel, viel mehr Damage. Deswegen sind auch eben solche Boost-Moves halt vor allem im Competitive einfach nur richtig gut. Und eben, deswegen sind die Totems auch echt nicht von schlechten Eltern, weil
Eben, die boosten sich halt einfach in jedem Berg plus 1. Stell ich das mal vor, das ist halt krank. Und aus dem Grund muss man auch mit diesen X-Items kämpfen. Weil man sich dann halt sozusagen gegenboosten kann. Und das ist halt auch nicht schlecht. Und ja, es geht echt übertrieben schnell und wir sind hier auch schon Level 16. Ja, dann kommt als nächstes jetzt eben, also genau, du kommst als nächstes dran. Ah, und ich glaube sogar, wenn das wirklich so schnell geht, dann kann ich auch Pichu trainieren. Also, dann ist es auch wirklich kein Problem, hier Pichu dann mal zu trainieren. Vielleicht wird es ja dann auch zum Pikachu und ist nicht mehr ganz so bad, wie es eigentlich sein sollte. Gut, das hier habe ich jetzt gerade angesprochen, ne? Eben, da muss man jetzt hier gleich direkt zum nächsten weiter. Wie gesagt, es ist nicht so spannend, aber der Kampf am Ende kann schon echt krass sein. Ich weiß noch, dass ich bei der dritten Trial eben gegen dieses eine Pflanzen-Pokémon da im Wald, das ist schon ziemlich krass gewesen. Also, das hat ja uns eben zwei Pokémon gekostet. Eins musste ich opfern, weil ich keine andere Wahl hatte. Und ja, da möchte ich rein. Und das andere, okay, das ist jetzt das, das uns so ein bisschen austrickst. Und das andere Pokémon ist durch einen Crit oder sowas gestorben. Vor allem, weil eben auch die Totems hier Strategien haben. Die können sich zum Beispiel einen Pokémon rufen, das sie dann noch unterstützt. Es gibt zum Beispiel, ihr kennt ja sicherlich Solarstrahl, ne? Da ist es halt ziemlich krass. Da gibt es ein Pokémon, das hat nicht Solarstrahl, sondern die physische Attacke, von denen ich glaube, es heißt, ich weiß nicht, in Englischen heißt es Solar Blade oder so, so Solarklinge, weiß nicht, ob man das gerade so übersetzen kann. Aber es ist halt das gleiche wie Solarstrahl und die Attacke ist ja mega stark. Man muss aber immer eine Runde erst die Attacke aufladen, ja? Und das Pokémon, das diese Attacke eben hat, kann einen Helfer-Pokémon rufen, was einfach Sonntag einsetzen kann und dafür sorgen kann, dass es nicht sich nicht mehr aufladen muss, um jedes Mal eben Solar Blade da einzusetzen. Das heißt, es kann instant eine Stärke 150er Attacke raushauen und zwar wirklich jedes Mal, ohne sich aufzuladen. Das ist krass. Das ist halt sehr krass, dass die da eben mit so richtigen Strategien kämpfen. Aus dem Grund sind die Trials auch echt nicht zu unterschätzen, ja. Und deshalb ist auch, denke ich mal, eben Pokémon Ultra Sun und Ultra Moon halt als Nuzlocke generell auch nicht zu unterschätzen. Also wenn jemand ein Spiel Nuzlocken will, dann ist es echt schon mal krass, wenn er das hier als erstes probiert. Denn das ist schon mal etwas anderes, ja. Und wow, wir sind auf dem gleichen Level wie das Dramato. Die Sache ist nur eben, wir haben einfach so einen perfekten Typen. Das kann uns überhaupt nichts machen. Jetzt schaut mal, wie viel Damage ich krieg. Einen Damage, ja. Selbst wenn es für einen Psycho-Move oder so gehen will, macht es halt auch fast kaum Damage. Deshalb meine ich, Panzer Aeron, weiß nicht, wieso ich es am Anfang gesagt habe, dass wir dich nicht ins Team nehmen, aber eben, es tut mir leid, hiermit offiziell. Panzer Aeron ist echt ein gutes Team-Member. Oh, Reflektor und Lichtschild, das könnte vielleicht mal später als so Unterstützer nicht schlecht sein, aber ich denke mal nicht, dass ich Leduper wirklich verwenden werde. Und auch noch Bodyguard, ja gut, das ist dann aber nicht so nice. Wow, die haben alle nur ein Pokémon. Muss man schon sagen, die sind krass, ne? Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst, ich bin jetzt gerade schon bei fast 30 Minuten, aber ich werde auf jeden Fall noch die Trial machen. Also die werde ich auf jeden Fall noch zu Ende bringen, das ist Totem-Pokémon eben besiegen. Und dann geht's auf jeden Fall mal weiter. Was wollen die jetzt von mir? Haben die nicht gerade gesagt, die machen sich vom Acker oder so? Wieso sind die jetzt nochmal hergekommen? Die helfen mir. Der steht vor dem Loch, dass es nicht rauskommt und der andere steht dann hier, oder? Ja. Und dann gibt's ja nur noch... Warte, jetzt muss ich überlegen. Ist es das untere oder nicht? Ah ja, und die Melodie, die man hier übrigens hört bei der Trial, die erinnert mich immer. Ja, hier möchte ich reinsehen. Kommt es jetzt? Ja. Da kommt jetzt schon die nächste Entwicklung, so wie es aussieht. Ja, eben. Und der wird dann später ein Totem-Pokémon sein. Krass. Aber ja, die Melodie, die man immer hört bei dieser Trial, die erinnert mich immer an Pokémon Sun, an die ersten paar Folgen. Denn da habe ich die als Remix eben im Intro verwendet. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Intros so richtig gut findet oder nicht. Ich finde die halt immer ziemlich chillig und wow, nice. Gute Fähigkeit. Und ich schaue mir ja generell viel von meinen zwei Lieblings-Poketubern Shady und Nappy ab. Durch die bin ich ja auch auf die Idee gekommen, beziehungsweise habe ich halt auch die Motivation dafür bekommen, eben sowas mal selbst auszuprobieren. Jedenfalls haben die meistens Intros, so kleine eben Intros, so wie jetzt ich habe, wo diese Tauschsequenz kommt und man eben das Logo sieht. Sowas ähnliches haben die halt auch, nur viel, viel professioneller, ne? Weil die da halt auch einen eigenen Boy dafür haben, der das für die macht. War das Windschnitt physisch? Ne, ist auch speziell. Ich habe schon Luftschnitt, das brauche ich nicht.
Und ja, deshalb werde ich diese Intros auf jeden Fall auch beibehalten. Und da ich eben Anime-Fan bin, werde ich es auch so machen. Alter, schon Level 17, okay. Werde ich es auch so machen, dass ich die Intros immer wechseln werde. Eben, wer Anime schaut und so, der weiß Bescheid. Denn in Anime ist es immer so, dass ungefähr ab der 12., 13. oder 14. Folge ein neues Opening kommt. Was eben auch so eine Art wie Intro ist. So, jetzt ist die Frage, ist es ein Mango Spector? Dann nehme ich Shaman, ja. Ich könnte theoretisch auch in Panzerion reingehen, aber ich glaube, Shaman ist halt gerade unser stärkstes Pokémon aus dem Grund. Ich möchte hier nichts riskieren. Deshalb ballern wir das mal schnell weg, würde ich sagen. Ah ne, warte, oder ist es hier ein Radikal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist es Mango Spector oder ist es Radikal? Okay, ist er. Der Boy hier. Das Intro ist ziemlich cool hier von ihm. Wie er da so runterspringt. Aber ja, eben ab der 14. Folge werde ich es machen, ab dem 14. Part. Gibt es dann auch ein neues Intro, wo ich halt eine neue Szene und neue Musik und so dabei habe. So habe ich es auch bei Pokémon Sun gemacht. Finde ich halt irgendwie ziemlich cool und ein bisschen ikonisch so, weil dann hat man immer so einen Ton, der einen halt so an dieses Let's Play dran erinnert, ja. Und eben, hier sieht man jetzt schon mal, steigert seine Verteidigung, ja. Bei manchen wird eben jeder Wert gesteigert, hier ist nur die Verteidigung. Was sehr, sehr nice ist, denn Zauberblatt wird ultra viel Damage machen. So, und jetzt kommen wir mal hierzu. Und zwar X-Spezial. Hier, hebt den Spezialangriff eines Pokémon stark an, ja. Ich weiß gar nicht, ob es plus 1 oder plus 2 ist. Es könnte sogar plus 2 sein. Steigt stark, ja, es ist plus 2. Holy shit, wir haben jetzt verdoppelten Spezialangriff. Was so viel heißt, wie wir machen auf jeden Fall doppelten Damage. Was so viel heißt, wie, dass wir dieses Pokémon wahrscheinlich one-hitten werden, ja. Schaut einfach zu. Muss mal wieder einen Schluck trinken, ey. Ich will nicht zum Beutel. So, Zauberblatt. Es tut mir wirklich leid, Mango Spector, aber ich glaube, du wirst hiermit sofort sterben. Ja, so muss es sein, ey. Schön. Einfach gewonnen-hittet. Ja, die Dex-Items sind halt auch echt gut. Also, die sind echt hilfreich eben. Ich habe jetzt einfach... Können wir uns zwar ganz kurz anschauen. Wenn ich hier jetzt auf Bericht gehe, sehe ich die Werte, ja. Spezialangriff 54. Heißt, ich habe insgesamt 108 Spezialangriff. Stell dich mal vor. 108 Spezialangriff auf Level... Ja, meine Gegner waren gerade Level 12. Nur war klar, dass es one-hitted. Der Typ kann... Das kann er nicht wegstecken, ey. Niemals. Krass. Sehr schön. Sehr schön. Überhaupt null Probleme gehabt. Und ja, Shaman, ich hoffe wirklich, wir behalten dich noch sehr lange, denn du bist einfach wunderschön. Sei mir mal ehrlich. Ich muss jetzt dann nur noch im nächsten Part geht's dann zu Halla, also zu diesem alten Man. Den muss ich dann besiegen. Und dann kann ich Shaman sogar eben die Form wechseln lassen. Und wenn das soweit ist, Leute, wenn wir wirklich beim nächsten Part angekommen sind, der nächste Woche droppt. Ich habe jetzt eben diese Woche schon 3 Parts gemacht und ich werde so auf jeden Fall 2 bis 3 Parts pro Woche raushauen und dann ist aber auch gut. Deshalb sehen wir uns dann, denke ich, auch nächste Woche erst wieder. Aber eben, da wird dann wahrscheinlich auch schon so sein, dass ich ein Zenith-Form-Shaman im Layout habe, was einfach eben vollkommen broken ist. Also... Das wird halt wirklich nochmal komplett übertrieben dann sein, weil es eben einfach nochmal einen Boost in den ganzen Werten bekommt. Es wird schneller, es wird stärker. Da hauen wir einfach noch viel mehr Leute weg. Also, ist so saugeil einfach nur. Und ja, damit haben wir die Trial bestanden. Ne? Erst später kommen die, wo es dann auch wirklich krass werden kann. Aber für den Anfang eben, ja, mit einem X-Item und eben vor allem mit Shaman kein Problem, ey, da fickt man die doch alle weg. Und da würde ich auch gleich mal sagen, speichern wir hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, ne? Bis dahin, haut ihr rein, Leute. Ciao.